Frankreich um das Jahr 1500. Unter der Herrschaft Karls des VIII. Und seines Nachfolgers Ludwigs des XII. Und ihrer beider Ehefrau Anne de Bretagne ist es das größte Königreich Europas. Der Hof residiert an den Ufern der Loire, im sogenannten Garten Frankreichs. Die Schlösser werden im spätgotischen Stil mit einigen neuen italienischen Akzenten renoviert. Nach und nach fallen die feudalen Mauern und die Gartenkunst entwickelt sich. Der hundertjährige Krieg scheint lange vorbei. Das Königreich bedeckt sich mit Lilien und vereinigt sich in einer Atmosphäre des wiedererlangten Friedens. Die Künste blühen auf. Die Bildhauerei, die Malerei, die Kunst der Kirchenfenster und die Goldschmiedekunst. Im ganzen Königreich entsteht eine Vielzahl von kulturellen Zentren, im Schatten von Fürsten, die als Mäzene agieren. Auf dem Schloss Boussac, das abseits großer Verkehrsadern an der Grenze von Berry und Limousin liegt, wird 1814 die Dame mit dem Einhorn entdeckt. Die Schriftstellerin George Sand, die in der Nähe von Boussac aufwuchs, verfiel ihrem Charme und ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung. Diese fein gearbeiteten Gemälde sind Meisterwerke und, wenn ich nicht irre, eine recht kuriose Seite im Geschichtsbuch. Was sehen wir? Ein Ensemble aus 6 Wandteppichen in kräftigen Farben, zwischen 10 und 13 Quadratmetern groß. 1910 beschrieb sie Rainer Maria Rilke während seiner Besuche im Pariser Musée de Cluny voller Bewunderung. Erst tritt zurück und sie alle zugleich. Wie ruhig sie sind, nicht? Es ist wenig Abwechslung darin. Da ist immer diese ovale, blaue Insel, schwebend im zurückhaltend roten Grund, der blumig ist und von kleinen, mit sich beschäftigten Tieren bewohnt. Nur dort, im letzten Teppich, steigt die Insel ein wenig auf, als ob sie leichter geworden sei. Sie trägt immer eine Gestalt, eine Frau in verschiedener Tracht, aber immer dieselbe. Zuweilen ist eine kleinere Figur neben ihr, eine Dienerin. Und immer sind die wappentragenden Tiere da, groß, mit auf der Insel, mit in der Handlung. Links ein Löwe und rechts, hell, das Einhorn. Sie halten die gleichen Banner, die hoch über ihnen zeigen, 3 silberne Monde steigend in blauer Binde auf rotem Feld. Seit ihrer Entdeckung haben die Wandteppiche der Dame mit dem Einhorn, die von einem unbekannten Künstler stammen, ihre Geheimnisse eifersüchtig gehütet. Welche Bedeutung können wir diesem bezaubernden Ensemble, das als eines der größten rätselhaften Meisterwerke der abendländischen Kunst gilt, beimessen? Wir müssen seine Fäden neu weben, seine zahlreichen Elemente, wie die Personen und mythischen Tiere, befragen, um seine Rätsel zu lösen und das zu erfassen, was es uns über eine Schlüsselepoche in der Geschichte Frankreichs erzählt. Im beginnenden 16. Jahrhundert zeigt sich die Macht im Stein, in monumentalen Grab- oder Zierskulpturen und in der Renovierung oder im Bau neuer Residenzen. Die französische Kunst der Buchmalerei begründet den Ruf der Maler und das Ansehen der königlichen Bibliotheken. Die Tapisserie erreicht ihren Höhepunkt. Die Wandteppiche sind der ganze Stolz ihrer Besitzer. Sie stehen für eine neue Lebensweise und schmücken die kalten Steinwände und Holztäfelungen von Schlössern und Palästen. Vor allem aber reisen sie von einer Residenz zur anderen. Ein mobiles Vermögen, zu erkennen an den Wappen ihrer Besitzer, wenn diese sie außerhalb ihrer Wohnsitze aufhängen, um dem König aufzufallen. Die ständigen Reisen des Hofes durch das ganze Königreich sind für die Städte Anlass, ihn mit Prunk zu empfangen. Die königlichen Einzüge prägen sowohl das Entstehen einer nationalen Identität als auch die Bindung an die Monarchie. Wie lässt sich die rätselhafte allegorische Fabel innerhalb der 6 Wandteppiche der Dame mit dem Einhorn entziffern, ohne Datum, Signatur oder Herstellungsort? Wir könnten sie als riesigen Comic betrachten, der im Lichte der humanistischen Strömung gelesen werden sollte, die damals den Hof, die Dichter, den Adel und das Bürgertum eroberte. Humanismus bezeichnet das, was nur dem Menschen eigen ist,
Kultur und Wissen. Er ruft zu einer Renaissance, einer Wiedergeburt antiker Literatur und Philosophie auf, sowie dazu, die mittelalterliche, im Wesentlichen religiöse Lehrweise aufzugeben. Doch die Interpretationen der Wandteppiche gehen auseinander. Eine schlägt eine Lesefolge entlang sechs verschiedener Lebensalter vor, während uns eine andere auf die Entdeckung unserer fünf Sinne mitnimmt, die bei einem sechsten mysteriösen Sinn endet: mein einzig Verlangen. Welches wären die sechs Gesichter, die den sechs Lebensaltern entsprechen? Als erstes wäre da die Dame als Kind, die einen Blumenkranz flicht. Es ist der Frühling der Jugend. Das Lamm ist noch unschuldig. Dann folgt die wildere Zeit der Adoleszenz, der ersten Aufregungen. Das junge Mädchen steht am Rande eines Rosengartens. Im Hintergrund sehen wir ein junges, schelmisches Einhorn herumtoben. Die erwachsene Dame befreit sich von ihrer Eitelkeit und ihrem Schmuck, aus eigenem Willen und Verlangen. Es ist die Zeit der Reife. Ihre Seele ist nun für ihr Handeln verantwortlich und nicht mehr allein die Gnade Gottes. Dies ist die Zeit, um sich zu erheben und in den Künsten zu bilden. Das kulturelle, humanistische Ideal wird über das Beherrschen von Musikinstrumenten weitergegeben. Vergessen ist das Quietschen der Drehleier. Nun wird die Positivorgel bevorzugt, mit ihrer Mehrstimmigkeit und ihren spirituellen Blasebälgen. Darauf folgen ein Spiegel und ein Einhorn im Schoß. Die allmächtige Liebe leuchtet. Die Gesichter sind im Spiegel zu sehen, der für Reflexion und Selbsterkenntnis steht. Und schließlich wirkt die Dame älter. Ihr Blick verliert sich in der Ferne. Mit einer Hand hält sie das Familienbanner fest, mit der anderen streichelt sie das Horn des Einhorns. Die Dame ist sich ihrer Anwesenheit auf Erden voll bewusst. Inzwischen hat sich allerdings weitgehend die andere Interpretation durchgesetzt, die sich auf die fünf Sinne bezieht. Diese wurden bereits in den ersten Enzyklopädien des Mittelalters erwähnt, zum Beispiel im Buch vom Schatz von Brunetto Latini, einem florentinischen Philosophen aus dem 13. Jahrhundert. Latini erinnerte an den hierarchischen Wert der fünf Sinne im menschlichen Körper nach Aristoteles, vom materiellsten zum spirituellsten Sinn. Der Reihe nach gelesen wären das: der Tastsinn, sie hält die Standarte und das Horn. Der Geschmackssinn. Sie nimmt eine Leckerei aus der Schale, um den Vogel zu füttern. Der Geruchssinn. Sie flicht den Blumenkranz. Das Gehör. Sie spielt die Orgel. Und das Sehen. Die Dame hält den Spiegel. Fünf Sinne, aber sechs Wandteppiche. Latini erklärte, ein sechster Sinn stehe über allen anderen. All diese Dinge werden von der Seele übertroffen. Dieser sechste Sinn, der Sitz der Liebe, des Herzens oder besser der Seele, symbolisiere elegant die spirituelle Metamorphose jener Zeit. Mit einer Geste der Entsagung legt die Dame den Schmuck in die Schatulle zurück. Mein einzig Verlangen wäre der freie Wille nach Platon, mein einziger Wille. Der Mensch muss lernen, seine schwachen Leidenschaften zu besiegen, um die Metaphysik, die höhere Wissenschaft der Ideen, zu erlangen. Ursprünglich verkörperten Tiere die fünf Sinne. Der Adler das Sehen, der Geier das Riechen, die Spinne das Tasten, der Affe das Schmecken und das Wildschwein das Hören. Danach werden sie durch Männer dargestellt und schließlich ab 1450 durch Frauen. Die fünf Sinne brauchen das gesamte Mittelalter, um das Geschlecht zu wechseln, so wie das Einhorn seinen Namen. Zunächst wird es Monozeros genannt, aus dem Griechischen abgeleitet.
dann aus dem Lateinischen Unicornis, bis es schließlich zum Einhorn wird. Gleichzeitig setzt sich ein neues weibliches Bild durch, das von der Königin Anne de Bretagne. Die Königin ist offen für neue Ideen und misst den Künsten große Bedeutung zu. Ihre Meister sind Dichter. Sie hat einen Chronisten und einen Prosaiker an ihrer Seite. Und ihr Beichtvater ist Antoine Dufour, der Autor eines großartigen Sammelbandes über berühmte Frauen, einer regelrechten Verteidigungsschrift der Frau, von Eva bis Jeanne d'Arc, über Maria, Venus und Athena und Karthagos Königin Dido. Die Königin und Mäzenin gibt Manuskripte für den Privatgebrauch in Auftrag und sammelt die von ihren Ehemännern aus den Italienkriegen mitgebrachten Bücher in einer für die Zeit einmaligen Bibliothek mit 1140 Bänden. Außerdem besitzt sie eine unschätzbare Sammlung von Wandteppichen aus der Türkei und Flandern. Der Hof von Anne de Bretagne öffnet sich den Künsten und auch die Musik erweckt die schlafenden Schlösser. Doch warum kennen wir die Identität des sogenannten Meisters nicht, des Künstlers, der die Dame mit dem Einhorn erschuf? Ein Meister leitet ein Atelier mit unterschiedlichen Gewerken und bildet Lehrlinge aus. Die Struktur ist familiär. Ist der Vater Handwerksmeister, wird der Sohn es auch. Der Name des Meisters leitet sich häufig von dem Titel seines bekanntesten Werkes ab. Er plant, realisiert, überwacht, reist durch das ganze Königreich, stellt sich der Konkurrenz und muss sein herausragendes Können beweisen, um Auftraggeber zu gewinnen. Der Meister des Wandteppichs ist ein Buchmaler. Er hat einen Entwurf gemalt. Ein Kartonagenmacher hat ihn auf die gewünschten Maße übertragen und ein Wirker hat dann das Weben übernommen. Werkstätten in Paris oder im Norden, in Flandern, haben ihn hergestellt. Der scheinbar komplexe Hintergrund mit dem Mille-Fleurs-Dekor ist tatsächlich sogar praktisch. Er wird auf den Wandteppichen endlos wiederholt. Dabei ändern die Tiere lediglich ihren Platz und ihre Ausrichtung. So wird bei der Herstellung kostbare Zeit gespart, denn ein Arbeiter schafft einen Quadratmeter Wandteppich pro Monat, was für die Dame mit dem Einhorn 2 Jahre Arbeit für 3 Arbeiter bedeutete. Die Damen auf den Teppichen wirken langgestreckt. Ihre Züge sind regelmäßig, ihre Gesichter friedlich. Sie finden sich auch auf weiteren Teppichen aus jener Zeit. Auf der Einhornjagd oder auf die tugendhaften Frauen mit der seltsamen Federkrone aus einer Haarsträhne. Die Modelle ähneln auch denen in Anne de Bretagnes Gebetsband, das sehr kleine Stundenbuch. Dessen Künstler, der Meister, der Anne de Bretagne genannt wird, könnte derselbe Buchmaler sein. Könnte vielleicht die Anspielung auf das Verlangen der Dame ganz unseren Vermutungen entsprechend auch eine Liebesbotschaft in der äußerst reinen, höfischen Art des Mittelalters sein? Mein einzig Verlangen stand mitunter auch auf den Ringen des 15. Jahrhunderts. Das Wort Verlangen spielt im Mittelalter in erster Linie auf die Fleischeslust an. Von den beiden Initialen A und I oder J umgeben, könnte das Verlangen der Dame mit dem Einhorn 2 Liebhaber vereinen. Vergangene, gegenwärtige oder kommende. Sang nicht auch Charles d'Orléans in seinem Kerker im Tower of London: Meine Geliebte, mein einzig Verlangen, auf eure Ehre, auf meine Lust. In der stark kodierten Kunst der höfischen Liebe ist die Frau unerreichbar, damit das Verlangen des Liebhabers rein bleibt. Kurz gesagt, liefert sie eine Gebrauchsanleitung für junge Ledige, um ihre sexuellen Gelüste zu beherrschen. Alles ist Verlangen und sie müssen lernen, sehr viele Prüfungen zu bestehen. Eine dieser Prüfungen erfordert, eine ganze Nacht keusch, nackt an nackt, neben dem unverhüllten Objekt seines Verlangens zu verbringen.
Die höfische Lesart würde dem aufgerichteten Horn auf dem Kopf des Einhorns eine ganz andere Bedeutung geben. Ganz zu schweigen von der Vervielfachung der Kaninchen, den Symboltieren der Fruchtbarkeit, deren Gedärme seit jeher als Präservative verwendet werden, als Schutz vor den Krankheiten der Venus. Die Metapher ist ein weiteres Vergnügen der höfischen Liebe. Im berühmten allegorischen Gedicht aus dem Rosenroman versucht der Liebende, in den Garten seiner Schönen einzudringen. Und alles endet mit der Defloration der Rose. Demnach wäre die Fabel der Dame mit dem Einhorn eine Metapher für ihr Liebesleben und ein Zelebrieren ihrer Jungfräulichkeit. Das Einhorn und der Löwe spielen Nebenrollen. Der etwas affektierte Löwe schneidet Grimassen und streckt seine Zunge heraus. Doch es ist das Einhorn, das dem weiblichen Star die Schau stiehlt. Es ist eine lebende Legende, das schönste aller Fabelwesen. Jeder kennt es, ohne es je gesehen zu haben. Die Menschen verfolgen das Mischwesen, denn am Einhorn ist alles magisch. So soll unter seinem Horn ein Rubin versteckt sein. Das Horn heilt von Giften und macht Wasser wieder rein. Das Einhorn vermag alle Wünsche eines reinen Herzens zu erfüllen und spricht die Sprache des Zauberers Merlin. Plinius und Aristoteles erwähnen es bereits in der Antike. Auch in der Bibel taucht es auf. Es ist der terrestrische Narwal. Nur mit List lässt es sich fangen. Der Jäger setzt eine Jungfrau mitten in den Wald. Vom Duft ihrer Jungfräulichkeit angelockt, schläft das Tier auf ihrem Schoß ein und der Jäger kann es töten. Dabei erzählte Marco Polo, als er Ende des 13. Jahrhunderts aus Asien zurückkehrte, Sumatras Einwohner haben Elefanten und Einhörner, nicht größer als ein Elefant. Ihr Fell gleicht jenem der Büffel und Füße haben sie wie Elefanten. Mitten aus der Stirn wächst das dicke, schwarze Horn. Das Einhorn hat einen Kopf wie ein wilder Eber und neigt ihn unverwandt bodenwärts. Zum Ansehen ist es ausgesprochen hässlich und lässt sich von Jungfrauen nicht einfangen. Ganz im Gegenteil. Marco Polo beschrieb ein Rhinoceros und kein Einhorn. Doch zwei Jahrhunderte später zeigen die Bilder in seinem Buch »Die Wunder der Welt« trotzdem lauter Einhörner. Am Ende des Mittelalters ist das Fabelwesen überall. Auf Wappen, Schildern, Kirchenfenstern und Grabmälern. Seine Hörner liegen in den Schatztruhen der Kirchen. Die Apotheker verkaufen sogar Pulver aus seinem Horn, dem zahlreiche Heilkräfte zugeschrieben werden. In Ermangelung eines Einhorns erhält der König von Portugal ein echtes Rhinoceros, das anschließend 1515 an den Papst weiter verschenkt wird. Das Schiff, auf dem es transportiert wird, geht unter und das Rhinoceros mit ihm. Albrecht Dürer hat niemals ein Einhorn oder ein Rhinoceros gesehen, doch er fertigt für die Ewigkeit den Stich eines fantastischen Ungeheuers in Rüstung an, nach den Beschreibungen, die ihm gemacht wurden. Die domestizierte oder wilde Fauna der Dame mit dem Einhorn erinnert an die Kunst gemalter Bestiarien, in der die Tierwelt mehr dem Lob Gottes als dem der Naturwissenschaften dient. Die Bestiarien spiegeln das Denken des Mittelalters wider. Die Tiere wurden in ihnen nach der Glaubenslehre und nach der Symbolik der Bibel beschrieben. So schläft der Legende nach der Löwe mit offenen Augen. Er ist oft an den Kirchentoren dargestellt, um Tag und Nacht über das Gotteshaus zu wachen. Zoologische und botanische Enzyklopädien lösen schließlich die mittelalterlichen Bestiarien ab. Sie haben einen wissenschaftlichen Aufbau, illustriert durch den Baum des Wissens und der Wissenschaft. Auf den Wandteppichen drehen sich Eiche, Kiefer, Stechpalme und Orangenbaum und wechseln den Platz wie eine Windrose. Diese Bäume markieren die vier Himmelsrichtungen bzw. die vier Kardinaltugenden Platons. Die nordische Eiche ist der Wächter der Klugheit oder Weisheit.
Die heilige Stechpalme der Druiden, die im Westen wächst, ist ein Zeichen von Tapferkeit. Die Kiefer des Südens steht für Besonnenheit und Seelenkraft. Und der Orangenbaum aus dem Orient ist eine Art lebende Standarte der Gerechtigkeit. Die vier enzyklopädischen Bäume könnten also eine Metapher für die neue Organisation von Welt und Wissen sein, mit den wissenschaftlichen Zweigen, die die Lebewesen einordnen. Andere Bäume mit genealogischen Ästen rekonstruieren die Abstammung der Familien, wie in der Heraldik, der Wissenschaft der Wappen. Rot mit himmelblauem Streifen und drei Silbermonden. Dieses Wappen, das auf den Wandteppichen der Dame mit dem Einhorn allgegenwärtig ist, taucht auch in einem Fenster der Pariser Kirche Saint-Germain-l'Auxerrois auf. Es soll das Wappen der Familie Le Vist sein, reicher Bürger aus Lyon, gebildeter Staatsdiener. Heute wären sie hochrangige Beamte. Die Heraldik entstand im Rittertum des 12. Jahrhunderts, wo der Knappe, der seinen Ritter begleitete, dessen Schild mit aufgemalten Symbolen trug. Sie ist die Sprache der Wappen, die es ermöglicht, ohne schriftliche Quellen Familiennamen zu identifizieren, ihre Linie oder ihre soziale Identität, aber auch Berufe oder Zünfte, Orte, Städte oder Länder. Diese Sprache folgt einer sehr strengen Grammatik bei der Tingierung oder Farbgebung in Bezug auf die Zusammenstellung von Metallfarben mit anderen Farben, Pelzwerken, geometrischen Figuren, Pflanzen oder Tieren. Wappen können auch zusammengeführt werden. Das des Mannes rechts auf dem Ehrenplatz und das seiner Frau links. Im Laufe der Jahrhunderte erzählen Teilungen und Zusammenfügungen von Wappen die Geschichte der Familien. Die Verbindungen durch Erbschaften oder Ehen oder die Zugewinne durch die Gnade des Königs. Ebenso werden bei Scheidungen und Streitereien zwischen Familien Geheimnisse in Tingierung und Pelzwerk verborgen, wie Liebhaber in Schränken. Das Wappen der Dame mit dem Einhorn hält sich nicht an die Syntax. Es legt fröhlich Blau auf Rot, obwohl es in der Heraldik doch verboten ist, Metall auf Metall oder Farbe auf Farbe zu platzieren. Auf einem Wandteppich mit einem solchen Reichtum wirkt das heraldische Verbrechen vorsätzlich. Es zeigt ein Verlangen nach Unabhängigkeit und Freiheit. Diese Änderungen in den Wappen sind ein Abbild der Bündnisse zwischen Königreichen, Herzogtümern oder Grafschaften, die sich zur neuen politischen Organisation des Landes zusammenschließen. Die blauen Inseln der Dame mit dem Einhorn vereinen sich wie die Gärten im Frankreich Ludwigs des XII. Das handeltreibende Bürgertum bereichert sich und schwächt die Macht des Adels. Ludwig der XII. Macht sich das zunutze. Er stärkt die Monarchie, vereint sein Königreich, zieht die Grenzen und entwirft die Regeln dessen, was bald der moderne Staat sein wird. Er verbessert die Funktion der Justiz mit einer Straf- und Zivilprozessordnung, die nicht mehr den Adligen, sondern ausgebildeten Richtern übertragen wird. Er gibt gebildeten Menschen aus ganz Europa mehr Macht. Denn seiner Meinung nach haben die Römer große Dinge getan, die sie dann würdig aufschrieben. Die Franzosen haben ebenso große Dinge getan, doch ihnen mangelte es an Schreibern, um davon zu berichten. Die unter Karl VIII. Begonnenen Italienfeldzüge bringen Eroberungen und Niederlagen und erweisen sich als ruinös. Doch der kulturelle Austausch zwischen beiden Ländern wird sich weiterentwickeln. Die französischen Maler werden sich nach und nach von der Buchmalerei und der Anonymität der Teppichgestaltung verabschieden und ihre Gemälde mit ihrem Künstlernamen signieren, so wie in Italien. Um 1500 entworfen und realisiert, begleitet das spirituelle Erheben der Dame mit dem Einhorn das Erheben eines ganzen Landes. Der neue Wind, der nun weht, treibt Frankreich endgültig aus dem Mittelalter heraus. Doch wir sollten es nicht versäumen, die rätselhafte Inschrift über dem Zelt in der Mitte auch als Einladung zu einer Feier der Sinne anzusehen.
auf der wir uns vor allem von der geheimnisvollen Schönheit des Werkes verzaubern lassen und allein unserem einzig Verlangen vertrauen sollten.